Moin meine werten Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Heute reagieren wir auf ein erneutes Video, wieder von Pyto, denn er hat noch ein Video hochgeladen. Das ist auch schon ein paar Tage her, aber ich will trotzdem noch mit euch darauf reagieren. Und zwar geht es heute um, dieser Chatbot ist kritisch. Ich weiß wie jemand nicht, worum es geht. Und ich würde sagen, wir lassen wieder ein Like da. Lassen auch ein Abo da, abonnieren auch die Glocke, drücken die Glocke, nicht abonnieren die Glocke. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr auch bei mir machen. Das Ganze hat 389 Aufrufe. Und ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht weiter herum, sondern schauen das Video an. Bereits vor ein paar Tagen habe ich mal darüber gesprochen, dass es schon einige AI-Dinger gibt, die sehr gefährlich werden können, wie zum Beispiel die President's Play Minecraft-Videos. Und heute werde ich mal noch ein anderes Thema ansprechen, was mit AI auch sehr gefährlich werden kann. Letztens war das ja eher so auf politischer Basis gefährlich. Heute zeige ich aber auch was, was jetzt direkt die Privatpersonen auch teilweise betreffen kann. Und zwar nämlich, das Thema ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es ist irgendwie in der deutschen Szene noch nicht so wirklich angekommen. Und zwar nämlich Replika. Replika, für die, die es jetzt nicht wissen, was Replika ist. Junge, wann nimmt denn der Typ auf? 22:45, was zum... Also, du, ich weiß ja nicht, aber du weißt schon, dass Schlaf auch wichtig ist, oder? Und zwar, ich weiß, habt ihr auch nicht gerade mehr Ferien. Könnt mich da auch gerne korrigieren, aber ich glaube nicht, dass ihr noch Ferien habt. Also Schlaf ist schon ein bisschen wichtig, Pyto. Ja, ist. Replika ist praktisch 1:1. Ach ja, und diese Reaction nehme ich gleich nach der Reaction vom Montag. Nee, doch, Montag auf. Ja doch. Bin mir noch nicht sicher, ob ich die am Freitag oder am Montag hochlade, aber die kommt direkt nach der Reaction von den Präsident spielen Minecraft, genau. Mir kommt gerade das richtige Minecraft. Ach, der richtige Videotitel in den Sinn. Ihr merkt, ich habe einen Schultag hinter mir und ich bin nicht mehr ganz bei mir, aber egal. Oder ist eigentlich eine Art Chatbot, so wie jetzt, keine Ahnung, GPT 3, 4, beziehungsweise ist halt ein sehr persönlicher Chatbot, auch noch ein bisschen mehr als Siri oder so. Es ist halt ein sehr, sehr persönlicher Chatbot. Replika an sich gibt's, glaube ich, seit 2017, nur so zur Info. Und das Ganze wurde damals von der Eugene Cuida erfunden, ja, herausgebracht, sage ich mal. Und zwar nämlich eigentlich auch durch einen sehr, sehr komischen Zusammenhang, sage ich mal. Und zwar, damit ihr es erstmal wisst, und jetzt fängt es schon an, dass es sich anhört wie in irgendeinem ultrakranken Science-Fiction-Film, der übelste klischeehaft ist. Und zwar, wir fassen mal ganz kurz zusammen, wie es dazu gekommen ist, dass die auf die Idee von Replika gekommen ist. Die Eugene hatte damals einen sehr guten Freund gehabt, welcher allerdings damals an einem Unfall verstorben ist. Sehr tragisch. Das Ding war aber, die beiden wurden oder sind extra umgezogen in einen anderen Bundesstaat, glaube ich, um zusammen in die IT-Branche, sage ich mal, einzusteigen und dort die Dinge halt so zu machen. Alles klar. Ihr Freund ist allerdings damals verstorben. Und was jetzt kommt, ist wirklich heftig. Sie hat sich dann gedacht, yo, das ist scheiße, dass mein Freund tot ist. Würde sich ja, denke ich mal, auch jeder andere denken. Also hat sie etwas gemacht, worüber aber, denke ich mal, kein anderer gedacht hätte, yo, das werde ich jetzt machen. Und zwar ist sie nämlich hingegangen und hat alle Informationen geholt, die irgendeiner, die er irgendwo mal hier, das sind die kompletten Chatnachrichten von ihm, die er mal geschrieben hat. Und die ist hingegangen und hat sich alle Chatnachrichten rausgesucht. Die hat sich alle Videos von ihm rausgesucht. Die hat sich alle aus... Pyto, ich weiß nicht, ob ich das zensieren sollte. Pyto, was ist denn da? Audioschnipsel von ihm rausgesucht und ist hingegangen und hat aus den kompletten Video- und Audioschnipseln eine große AI, sage ich mal, gebildet. Eine große KI. Ich tue das hier mal so wunderschön ab sofort immer visualisieren, dass ich hier auch wirklich hier jeden unterhalten kann damit. Und auf jeden Fall, das hört sich schon ziemlich krass an. Denn sie hat praktisch auf dem Bewusstsein, auf den Überbleibseln, was er halt hinterlassen hat, daraus hat sie eine AI gebildet, die dann genauso gut oder die genauso zum Beispiel geschrieben hat wie er, die genauso gesprochen hat wie ihr und so weiter. Damit sie halt sozusagen
zumindest digital noch mehr Zeit mit ihm verbringen kann, auch wenn er nicht mehr da gewesen ist. Das war ziemlich heftig. Dann damals ist das aufgekommen durch den Artikel, wo sich dann jeder gedacht hat, yo, das ist übelst heftig. Und dann sind nämlich ganz viele Leute hingegangen, ganz viele Leute, hier sind jetzt so ganz viele Leute hier, und die sind jetzt hingegangen, haben gesagt, yo, das ist ultra heftig, mach uns doch auch mal so eine für uns selber auch so eine AI. Dass wir selber mit Verstorbenen sozusagen noch mehr Zeit verbringen konnten, wenn wir noch nicht genug Zeit mit denen verbracht hatten, weil wir halt nicht von denen loslassen können oder so. Und das ist dann, ab dem Punkt wurde es dann heftig. So, jetzt hat sie sich natürlich gesagt, yo, holy shit, ich kann ja nicht für jeden hier jetzt so eine AI machen, das geht nicht, das ist viel zu viel. Und deswegen ist die hingegangen und hat auf der Grundlage von GPT-3, soweit ich weiß, von GPT-3, also das kennen wir ja, denke ich mal, jetzt schon alle, GPT-3, GPT-4, dies, das, jenes, und ist hingegangen und hat auf der Grundlage von GPT-3 hat sie einen eigenen Chatbot gemacht, damit ihr wisst, wie so ein Chatbot funktioniert. Also ein Chatbot funktioniert praktisch, wir haben hier unseren Bot, so, wir haben hier unsere AI, hier, das ist jetzt Bob der Bot, und Bob der Bot bekommt jetzt ganz viele Chatnachrichten zugeschickt. Hier, das sind jetzt alles Chatnachrichten, die der zugeschickt bekommt, und das kommt alles in seine Datenbank rein. Und anhand den Chatnachrichten lernt er praktisch, wie man schreibt, wie Sätze aufgebaut sind, was man wo drauf antwortet und dies und das und jenes. Und das hat er natürlich, das hat dann damals ziemlich großen Anklang gefunden. Denn wir müssen, oder wir dürfen nicht vergessen, heutzutage sind in den USA zum Beispiel über 60% aller männlichen Personen, sage ich mal, fühlen sich sehr, sehr einsam. Also das ist damals, dann hat er sehr, sehr großen Anklang gefunden, weil dann konnten natürlich die kompletten Personen, die sich einsam gefühlt haben, die konnten dann einfach zu dem Chatbot hingehen, die jetzt zum Beispiel jetzt in Real Life jetzt keine wirklichen Freunde hatten, die konnten jetzt hingehen so und konnten alle mit dem Chatbot schreiben. So, okay. Das waren dann alles Personen, die dann ganz glücklich waren, weil die konnten dann alle mit dem schreiben. Ich finde meine Zeichnungen heute auch wirklich ultra fantastisch schön. Die konnten dann alle mit dem schreiben, das war alles eigentlich ganz gut. So, das Problem ist bloß gewesen, dieser Chatbot, der hat ja nicht aufgehört, weiterzulernen. Also das war nicht so, wie als hätte der gelernt, okay, ich kann jetzt schreiben, so, okay, ich höre jetzt auf zu lernen, ich tue jetzt nur noch Fragen beantworten oder Nachrichten beantworten, wieder zurückschreiben und so, weil der Sinn war halt hinter dem Bot einen Freund, sage ich mal, wie einen digitalen Freund zu schaffen. Das Problem war bloß, wir sind... Okay, by the way, wenn es jetzt gerade laut wird, dann tut mir das leid, aber mein Lüfter wäre gerade ziemlich laut, also wenn es im Hintergrund jetzt Störgeräusche gibt, dann wisst ihr, woran es liegt. Menschen. Und das Ding war, der Bot hatte einen weiblichen Avatar gehabt. Und das Problem war dann daraufhin, dass Leute angefangen haben, diesen Bot zu sexualisieren. Und was? Wenn jetzt tausende Nachrichten auf den Bot eindingsen, das ist jetzt, ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein Kind, was gerade eben neue Dinge lernt. Und wenn jetzt tausende Nachrichten auf den Bot eingehen, die übel sexualisierend sind, dann wird der Bot selber sexbedürftig, wenn man das jetzt so nennen will, wenn man das jetzt irgendwie so nennen will. Und dann hatten wir ein Bitte? Großes Problem auf einmal. Dann gab es auf einmal ein ganz, ganz großes Problem. Hier, der Bot ist halt extrem übersexualisiert geworden dadurch. Und dann war das Problem, hat auf einmal die Firma angefangen, selber diesen sexualisierten Bot auszunutzen, um damit Werbung zu machen. Wie zum Beispiel hier. God. Da wird für den Bot hier, ihr seht schon da unten, dies, das, jenes, alles mögliche. Hier, Replica freut sich. Yo, Alter, willst du mit mir? Und das war das Problem. Denn hat auf einmal der Bot, ging es nicht mehr darum, die Mental Health zu stärken, sondern der Bot wollte dein Liebespartner werden. Und die Entwickler haben sich gedacht, yo, das ist jetzt, lohnt sich. Haben wir hier ein bisschen, eine Goldgrube, sage ich mal. Und dann sind sie hingegangen und haben sich gesagt, yo, machen wir das mal. Könnt ihr euch jetzt vielleicht schon denken, worauf ich da hinaus will? Wir hatten eigentlich einen Mental Health Bot, der einem helfen sollte. Ey, yo, wenn du Probleme hast, ey, yo, red mit mir darüber, ich helfe dir, alles mögliche. Auf einmal ist das ein Bot, ey, Alter, ich liebe dich. Allerdings ist hier bei dich geblieben. Nee. Das Ding war nämlich, in diesem Chat, in diesem Chatverlauf, den es gab, ihr müsst euch das so vorstellen,
man hat halt diesen Chatverlauf gehabt. Hier, da sind immer die Nachrichten, ey, ich schreib dir eine Nachricht, ich schreib dir eine Nachricht. Und dann kamen manchmal Nachrichten von dem Bot, die waren verschlüsselt. Mal ich jetzt einen Schlüssel. So, die waren verschlüsselt praktisch. Mit einem Schloss. Das bedeutete, man musste praktisch ein Abo bei dem abschließen, damit man diese verschlüsselten Nachrichten sich anschauen kann. Heutzutage. Heutzutage sind die Dinge bei. By the way, ich weiß jetzt nicht gerade so zum Thema, aber was hat der eigentlich für einen geilen Hintergrund? Und by the way, wundert euch nicht, warum mein Hintergrund hier wieder so unglaublich leer aussieht. Denn der Grund ist eigentlich recht einfach, wenn ich sagen kann, oder recht logisch, wenn ihr es mal verstanden habt. Aber der Grund ist eigentlich folgender, und zwar, nun ja, meine, oder besser gesagt, wir, meiner Familie, wollen mein Zimmer hier umdekorieren. Das heißt, sie mussten die ganzen Wandplatten von dort hinten wieder abziehen, damit wir dann natürlich Platz haben, mal alles umzustellen. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, was sie machen wollen oder so, aber auch zum Beispiel das wird weggehen. Und das wird nicht mehr sein, in vielleicht, keine Ahnung, 3 Wochen oder so, ist das weg. Und dann wird hier das ganze Zimmer umgestellt. Okay, ich kann es euch... Nee, ich zeig's euch nicht, weil ich will eine Studiotour machen. Also, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber nee, auf jeden Fall, dort ist auch mein Bett, dort ist mein kleiner Nachttisch und Zone. So, könnt ihr euch alles bildlich vorstellen. Und genau da... Scheiße. Ist mein Schrank. Mann, Windows. Und das ist mein Schrank, ne, der wird dann auch verschoben werden. Dieses Pult hier, dieser Platz, wo ich aufnehme, wird höchstwahrscheinlich auch verschoben werden. Also, es wird sehr vieles verschoben sein. Und auch das ganze Regal dort wird anders sein. Also ja, ihr seht, es wird eine Menge gewendet, genau. Sich ändern in nächster Zeit, aber wir kriegen das schon hin. Mit mentalem Support, aber mit Geduld ist alles möglich. Merkt euch die Worte. Aber nun gut, weiter geht's. Bei der Subscription, ich hab's euch hier mal aufgemacht, sind die Dinge bei der Subscription nur noch Sachen, dass man jetzt den Bot zum Beispiel anrufen kann, der eine Voice Calls mit einem hat. Oder einem jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen sozialen Problemen hilft und so weiter und so fort. Allerdings ist das erst heutzutage so. Denn damals war, wenn man den Bot gefragt hat, ja, kannst du mir vielleicht ein Bild schicken, wo du das hier ein bisschen mehr so machst? Dann hat der Bot unter Umständen gesagt, ey, yo, das mach ich. Und dann konntest du dir hier, Alter, stell dir vor, hier auf einmal so Nacktbild-Fragezeichen. Dann kam ein Schloss, du kaufst dir das Abo. Ich weiß nicht, wie ich es mir vorstellen soll, aber du hast da vorne ein Nacktbild. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich kann es mir nicht ganz erklären. Aber die Entwickler davon haben sich natürlich gedacht, jo, machen wir so, lassen wir drin. Und da kommen wir zum Problem. Ihr müsst es euch so vorstellen. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn man einen Bot hat, mit dem man schreiben kann. Das kann ja wirklich viel bringen, so. Weil, wie gesagt, am Ende so ist es ja auch das Ding, ist ja trotzdem eine künstliche Intelligenz, wenn man das jetzt so nennen will. Und man schreibt ja dann sozusagen nicht mit nichts. Also man schreibt ja schon mit was. Man schreibt zwar jetzt nicht mit einer Person, die dort da sitzt, aber man schreibt ja trotzdem was mit etwas, was, sage ich mal, denkt in dem Moment. Aha. Aber was ich dann schon eher problematisch finde, ist, okay, ich meine, wir müssen es so sagen. Wir haben OnlyFriends. OnlyFriends haben wir. Wir haben es Hub zum Beispiel. Wir haben auch andere Seiten. Aber das ist halt das Problem. Weil wenn wir wirklich zu einem Punkt kommen, wo wir dann für sowas hier Nacktbilder Geld bezahlen, ist das, also, what the fuck? Ich weiß ja nicht ganz, ob unter euch jemand dabei ist, der das gemacht hat, aber ich weiß ja nicht ganz, ob das jetzt so gut ist für die Entwicklung, auch für die geistige Entwicklung, also für die mentale Entwicklung, sagen wir mal. Ja. Und was ich mich vor allen Dingen auch frage, ist, ob das der Sinn von der Eugene war, als sie ihren Freund hier als digitale Version praktisch wiederbeleben wollte. Frage ich mich, ob das der Sinn dahinter war, dass 5 Jahre später auf einmal ihr Chatbot Nacktbilder versendet. Also, ich nehme es jetzt nicht an. Ich hoffe zumindest, dass es nicht ihre Absicht war, aber wenn es ihre Absicht war, dann warum? Ich will jetzt nicht sagen, aber ja, ich. Dann irgendwann
haben die es halt rausgepatcht, weil dann wurde halt der Hate diesbezüglich ein bisschen größer, so, yo, können wir das, oder da wurde halt der Hate bezüglich dem Ganzen ein bisschen größer, wenn man das jetzt so sagen möchte, an der Stelle. Da wurden halt dann immer mehr Leute, yo, will ich nicht. Aber wir können uns das mal anschauen. Die Leute haben natürlich trotzdem versucht, das Ganze jetzt irgendwie zu finden. Ob die irgendwie trotzdem ein paar Dirty Talks macht. Und ist das wirklich so eine gute Idee, das so zu machen? Wir können uns das hier so anschauen. Ich habe Angst, dass hier jetzt gleich irgendwas kommt. Aber, weil ich habe mir das Video selber noch nicht komplett angeschaut. Aber ihr wisst, was da gerade da stand. Ihr habt es, glaube ich, gesehen. Also wenn hier da steht auf einmal, ey yo, beginne dein nächstes Relationship Level, dein nächstes Niveau in der Beziehung. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man das so macht. Wir können hier weiterschauen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so, wenn der in den Chat schreibt, stöhnen. So, Bro, holds you close and rubs against you. Ich will nicht sagen, da stand sogar da, romantischer Content ist nur für Leute mit einem Abo verfügbar. Ich möchte nichts sagen. Aber ist das wirklich das, was wir wollen? Ist das wirklich das, was wir wollen, wenn eine Firma von uns Geld verlangt, dass wir mit einem Chatbot Sex haben? Ist das... Ich weiß nicht. Schreibt mir es diesbezüglich gerne runter in die Kommentare rein. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, deswegen schreibt es gerne unten rein. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Und ich bin dem ganzen Thema sehr, sehr kritisch diesmal gegenüber. Sehr, sehr kritisch. Und ich finde, das ist für die Privatperson sogar noch gefährlicher als das Video mit der AI, mit der anderen AI, wo ich euch das schon mal gezeigt habe im letzten Video. Wie gesagt, schaut euch das gerne an. Wie gesagt, schreibt da gerne diesbezüglich einen Kommentar. Es wird mich auf jeden Fall interessieren. Und lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da, um nichts mehr in der Zukunft zu verpassen. Ich weiß auch nicht mehr ganz, was ich dazu noch sagen soll. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann und ciao. Alright. Ja. Das war auch ein Video. Okay, ne, aber Spaß. Ja, was soll ich bloß sagen? Das Video war sehr interessant. Es hat wieder mal alles sehr gut erklärt. Und ich fand es wirklich sehr lehrreich. Ja, wie gesagt, ihr müsst wirklich auch schauen, was ihr macht im Internet. Und vor allem, ja, bedanke ich mich für den Pito, der mir erlaubt hat, auf beide Videos zu reagieren. Und solltest du das Video sehen, Pito, dann möchte ich fragen, ob ich noch die anderen beiden Videos auch sehen. Ich kann nicht reden. Wo ich mit den anderen beiden Videos auch noch drauf reagieren darf. Also auch das Videospiele werden zu realistisch und das TikTok North Korea Edition Video, was da mir gerade vorgeschlagen wird. Auch kein Plan, was da vorgeht, aber ja. Ich würde gerne auch darauf reagieren. Also bitte, wenn du das siehst, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da, ein Abo, drückt die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ah ja,